zu debattieren. Und das Wort für Bündnis 90 Die Grünen hat die Kollegin Dr. Sandra Detzer. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, an der Stelle einen ganz herzlichen Glückwunsch all denjenigen Kolleginnen, die das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verhandelt haben, das wir heute beschlossen haben. Das ist ein zentraler Baustein der Wettbewerbsfähigkeit für dieses Land. Und es ist gut, dass viele Betriebe jetzt bald Stellen besetzen können und insbesondere geflüchtete Mitarbeitende jetzt eine Bleibeperspektive haben. Hervorragend, und dafür herzlichen Dank. Dieser Schritt zeigt diese Fortschrittskoalition, sie löst ihr Versprechen ein, dieses Land fit zu machen für die Zukunft, dass sie sich um die Wettbewerbsfähigkeit kümmert. Und das ist genau das, was die letzten 16 Jahre nicht passiert ist. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Die CDU-geführten Bundesregierungen haben deutsche Interessen ausverkauft. Ich sage nur das Stichwort Huawei in kritischen Infrastrukturen. Nord Stream 2 wurde uns als betriebswirtschaftliches Projekt erzählt. Und 50% von russischem Gas, die Abhängigkeit, sprechen eine deutliche Sprache. Und an dieser Stelle noch mal ganz explizit: kein einziges abgeschlossenes Handelsabkommen. Wir sind bei 3. Das ist die Zahl, die gegen Sie spricht, liebe Union, und das ist die Wahrheit. Mit der Fortschrittskoalition stattdessen. Die Energiewende nimmt massiv an Fahrt auf. Die Zubauzahlen, gerade bei der Windkraft, sind eindrücklich. Wir haben 60% Zubau in diesem Jahr zu verzeichnen im Vergleich zum letzten Jahr. Da ist die Blockade endlich gelöst. Wir diskutieren im Wirtschaftsausschuss viel über das Kernnetz jetzt beim Wasserstoff. Ja, auch da, die Planungen sind da, und wir werden die Industrieregionen dieses Landes mit Wasserstoff versorgen. Weltweit sorgen wir uns schon um die Diversifizierung der Quellen. Das sind wichtige Schritte für die Wettbewerbsfähigkeit. Wir schließen Rohstoffpartnerschaften für kritische Rohstoffe. An der Stelle herzlichen Dank an die Staatssekretärin Franziska Brandner, die weltweit unterwegs ist. Die Abkommen sind geschlossen. Wir machen das auf Augenhöhe mit dem globalen Süden. Und auch da endlich der Blick auf die Resilienz und nicht mehr nur auf, wo kriegen wir möglichst schnell vom Weltmarkt irgendwas zusammengestopselt. Und abschließend: wir sorgen für die Ansiedlung von Unternehmen und der Hochlauf von Green Tech. Es ist gut, dass die Europäische Kommission mit von der Leyen vorangeht und mit dem Net Zero Act dann auch die Grundlagen schafft, mit dem Raw Materials Act, dass wir einen Hochlauf der grünen Industrien in Europa erleben. Und lassen Sie mich zum Schluss kommen. Wir haben viel diskutiert vor einem Jahr an dieser Stelle über Gasmangellagen, über ganz kritische Situationen, in der wir uns befunden haben. Und es ist so, dass wir diese Situation abwenden konnten, dass wir in der schwierigen Situation des Angriffskriegs auf die Ukraine trotzdem die Wirtschaftskraft des Landes stabilisiert haben. Und vor diesem Hintergrund hat Deutschland so unendlich viel Haltung bewiesen, so viele UnternehmerInnen, so viele Beschäftigte, so viele Menschen, die beigetragen haben, dass dieses Land gut durch diese Krise kommt. Das war eine enorme Haltung. Und diese Haltung, die strahlt im Gegensatz zum Mimimi der Opposition in dieser Debatte ganz sicherlich dieses Land aus. Wir werden es unterstützen. Herzlichen Dank. Der Kollege Dr. Klaus Wiener hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Aus der drohenden Rezession ist eine echte geworden. Die Wirtschaftsleistung ist in den zurückliegenden Winterquartalen deutlich gefallen. Und auch für das Gesamtjahr 2023 zeichnet sich mittlerweile ein deutliches Minus ab. Das allein ist schon enttäuschend. Leider stimmt aber auch der Ausblick nicht optimistisch. Von einer wirtschaftlichen Belebung, die diesen Namen auch verdient, keine Spur. Ja, meine Damen und Herren, es ist leider wahr. Unter der Führung der Ampel sind wir auf ein neues Deutschlandtempo eingeschwenkt. Wir wachsen erheblich langsamer, nicht schneller. Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem es, Frau Detzer, hören Sie gut zu, nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem es wirtschaftlich sehr gut lief, in dem wir zur Wachstumslokomotive Europas geworden sind, sind wir wieder genau da angekommen, wo wir 2005 schon einmal standen, als wir nach 7 Jahren unter rot-grüner Führung zum Krankenmann Europas geworden sind.
Jetzt höre ich von der Ampel immer wieder, und ich höre es ja auch gerade, ja, was können wir dafür, das haben wir alles nur geerbt. Hier, meine Damen und Herren, widerspreche ich ausdrücklich, diese Rezession ist Ihre Rezession, und ich werde Ihnen auch sagen, warum. Allen voran schlagen hier die Energiepreise zu Buche. Sie haben im Frühjahr 2022, als die Energiekrise losging, eben nicht gesagt, wir erhöhen das Energieangebot mit allen unseren heimischen Möglichkeiten, whatever it takes sozusagen, damit Energie sicher und vor allem auch bezahlbar bleibt. Stattdessen haben Sie in der größten Energiekrise unseres Landes erhebliche Produktionskapazitäten aus dem Markt genommen, allen Ratschlägen der Experten zum Trotz. Ich erwähne hier nur den Sachverständigenrat. Die Folgen: Heute importieren wir Strom, vorzugsweise Atomstrom aus Frankreich, und unsere Unternehmen kämpfen mit den höchsten Energiepreisen weltweit. All das wird sich auch in den Wachstumszahlen der kommenden Monate und Quartale zeigen. Ein weiterer wichtiger Grund für die Rezession ist aber der private Verbrauch. Er ist nahezu eingebrochen. Warum ist das passiert? Weil Sie mit allen Ihren Hilfsprogrammen und Preisbremsen, mit denen Sie sich ja immer so rüsten, und die, das will ich hier auch noch mal deutlich sagen, die übrigens der Steuerzahler bezahlt, weil Sie damit nicht mal ansatzweise auffangen können, was die Inflation anrichtet. Auch hier rächt sich bitter, dass Sie es versäumt haben, das Energieangebot kurzfristig so zu erhöhen, dass die Preise bezahlbar geblieben sind. Deshalb ist es auch nicht richtig, wenn Herr Habeck immer wieder sagt, wir sind gut durch den Winter gekommen. Wir sind nicht gut durch den Winter gekommen. Wir sind teuer durch den Winter gekommen. Teuer, weil Sie Energie auf den Weltmärkten zu horrenden Preisen eingekauft haben, oftmals übrigens sehr zum Ärger von Ländern, die sich das nicht leisten können. Auch verstehen die Menschen, dass ihre massiven Schulden, 500 Milliarden Euro allein im letzten Jahr, die Steuern von morgen sind. Viele Politiker aus ihren Reihen fordern ja schon heute ganz ungeniert Steuererhöhungen. Und das, obwohl wir bereits heute das Land mit den weltweit höchsten Steuern und Abgaben sind. Die Menschen sind nicht verunsichert, wie Sie immer sagen. Sie wissen ganz genau, was auf sie zukommt. Deswegen schränken sie ihren Konsum auch schon heute ein. Und was für die Menschen gilt, gilt übrigens auch für die Unternehmen. Die Anpassung der Geschäftsmodelle an die Klimaneutralität ist eine Herkulesaufgabe, die zunächst eben nicht zu mehr Wachstum führen wird. Hier irrt der Kanzler, wenn er von einem neuen Wirtschaftswunder spricht. Hier irrt er ganz ausdrücklich. Ein bestehender Kapitalstock wird lediglich ausgetauscht. Er wird nicht erweitert oder vergrößert. Aber genau das wäre nötig, wenn wieder mehr Wachstum sein sollte. Und je mehr die Unternehmen für den Umbau ausgeben, doch das gehört zur Wahrheit, desto weniger bleibt für Investitionen im Kerngeschäft, in der Industrie, im Handwerk. Auch das kostet Wachstum, und zwar nachhaltig. Allein auf grüne Investitionen zu setzen, reicht eben nicht. Das sagt übrigens auch die Chefökonomin des IWF, können Sie mal nachlesen. Was zu tun wäre, das haben wir in unserem Antrag aufgeschrieben, Bürokratie abbauen, Investitionsbedingungen verbessern, eine ideologiefreie Handelspolitik wäre auch mal gut, eine pragmatische Einwanderungspolitik, die wirklich zu qualifizierter Einwanderung führt. Ihr Punktesystem ist in dieser Hinsicht wirklich ein Witz, das wurde heute Morgen ja auch schon mal debattiert. Aber bei all dem geht es eben nicht so voran, wie es nötig wäre. Im Gegenteil, Sie haben schon vor Monaten zum Beispiel ein Belastungsmoratorium beschlossen. Was ist seither passiert? Nichts, aber auch gar nichts. Also krempeln Sie endlich die Ärmel hoch und sorgen Sie für eine Politik, die jetzt für bessere Rahmenbedingungen sorgt und nicht erst 2030 fortfolgende. Denn diese Rezession ist Ihre Rezession. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe die erfreuliche Mitteilung zu machen, dass das Verlangen auf namentliche Abstimmung zu Zusatzpunkt 17 zum Einspruch gegen einen Ordnungsruf gegen den Abgeordneten Bernd Schattner zurückgezogen worden ist. Über den Einspruch findet zum angekündigten Zeitpunkt also eine einfache Abstimmung statt. Und jetzt hat das Wort in unserer Debatte der Kollege Sebastian Roloff für die SPD-Fraktion.
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die beiden Anträge, die wir heute diskutieren, sind in ihrer Art und Güte außerordentlich unterschiedlich. Die CDU begibt sich Gott sei Dank noch nicht auf das Niveau der AfD. Es gibt aber trotzdem Parallelen bei den Anträgen. Und die Parallelen sind zum einen eine sehr pessimistische Zukunftsaussicht und handwerkliche Fehler bei der Beschreibung der wirtschaftlichen Situation. Gucken wir uns an, warum wir eine vorübergehende technische Rezession jetzt haben. Wir haben eine ganze Reihe von Sondereffekten. Corona, die Ukraine ist schon genannt worden. Die Corona-Hilfen laufen aus mit natürlich entsprechenden volkswirtschaftlichen Ergebnissen. Und es gibt massive Probleme beim statistischen Messverfahren. Die Differenz zwischen BIP und Bruttowertschöpfung ist aber so hoch wie seit 30 Jahren nicht. Und dementsprechend sind es verzerrende Effekte und Saisonbereinigungsverfahren. Und dementsprechend sind wir nicht in einer klassischen Rezession, auch wenn es in die Politik der Opposition ganz hervorragend passt. Die wirtschaftliche Lage ist anders, und das gehört zur Wahrheit dazu. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme haben. Die hohe Inflation ist angesprochen worden. Selbstverständlich bringt die eine massive Konsumflaute in Deutschland mit sich. Und dementsprechend haben auch die steigenden Zinsen natürlich massive Auswirkungen. Die Preissteigerungen bei Gas und Strom durch den russischen Angriffskrieg haben einen Angebotsschock ausgelöst. Wir haben es hier schon mehrmals diskutiert und dementsprechend auch die Inflation in die Höhe getrieben. Dieser Angebotsschock führt natürlich dazu, dass Mittel fehlen in der Wirtschaft und dass die Europäische Zentralbank dann reagiert hat und den Leitzins im Frühjahr 2022 auf heute 4% angehoben hat, hat die entsprechenden Folgen. Das ist das höchste Niveau seit 22 Jahren, und es führt dazu, dass sich Privat- und Geschäftsbanken teuer Kapital bei der Zentralbank leihen können. Die Zinssätze steigen, dem System wird wieder Geld entzogen, das Investitionsvolumen sinkt, und mittelfristig haben wir eine totale Faktorproduktivität. Daher kommt die Reduktion des Wachstums. Es ist keine klassische Rezession. Es ist der Output der Wirtschaft, der sinkt, und die entsprechenden Folgen müssen kompensiert werden. Dementsprechend ist das keine Folge der Regierungspolitik, auch wenn es Ihnen ganz hervorragend in den Plan passt als Opposition, sondern ist eine erwartbare und normale Folge der EZB-Zinsanpassung. Hätten auch übrigens Expertinnen und Experten Ihnen gesagt, wenn Sie sich mal eingelesen hätten. Das wird jetzt, wie wird es weitergehen? Wir müssen ansetzen. Wir haben diese Woche die Meldung bekommen, am 20.06. die Inflation ist nur noch um 1% gestiegen. Es ist insgesamt immer noch zu hoch. Die Richtung stimmt aber. Die Inflationsrate wird in den nächsten Monaten rapide zurückgehen, mit Auswirkungen auf den Konsumentenindex. Und dementsprechend werden sich auch die Preisanstiege, insbesondere mit Blick auf die Erzeugerpreise, wieder normalisieren. Dementsprechend ist es jetzt natürlich nicht sinnvoll, weitere Zinserhöhungen zu fordern, zu große Kürzungen im Haushalt, volkswirtschaftlich aber auch nicht, muss man mit Blick auf die Situation und das Geld im System benennen, weil wir weiter im Krisenmodus sind. Ja, die Wirtschaft schwächelt noch, die Konsumnachfrage ist am Boden, und deswegen brauchen wir kluge fiskalische Impulse, da diesen Engpass jetzt zu lösen. Und da setzt im Übrigen auch die Industriepolitik der Ampel an. Wir haben eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht. Wir investieren jetzt schon massiv in Klimaneutralität der Schlüsseltechnologien, die wir diskutieren immer noch. Ich hoffe, dass wir da bald zusammenkommen. Einen Industriestrompreis. Wir planen, wir reduzieren Bürokratie und machen Fortschritte bei der Planungsbeschleunigung. Wir unterstützen fairen Wettbewerb durch eine Novellierung des GWB, und wir sichern, Frau Kollegin Detzer hat es schon gesagt, die kritischen Rohstoffketten ab, indem wir hier für entsprechende Versorgungssicherheit sorgen. Investitionen und stabilisierte öffentliche Ausgaben sind in den Haushaltsverhandlungen relevant, um die wirtschaftliche Situation anzukurbeln, und dementsprechend müssen wir die Diskussion vor diesem Hintergrund führen. Außerdem
haben wir heute zwei ganz relevante Gesetze mit Blick auf die Fachkräfte und die Ausbildung beschlossen. Deutschland ist eine Weiterbildungsrepublik, das hat die Ampel verstanden. Dementsprechend ist es wichtig, dass wir diese Akzente entsprechend setzen. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Ich sage es noch mal, die Inflation geht zurück. Die Entlastungspakete der Ampel zeigen Wirkung. Gaspreise sind im Übrigen mittlerweile niedriger als vor der Krise. Und auch übrigens die Konjunkturprognose. Wenn wir alleine auf die schauen wollen, auch wenn wir das in den Anträgen losgelöst der Gründe tun, die Institute sind sich einig, RWI Leipzig zum Beispiel sagt für 2024 2,0% Wachstum, sagt voraus, und dementsprechend ist das ein guter Weg und die Talsohle ist bald durchschritten. Dementsprechend wäre ich froh, wenn wir hier mehr mit ökonomischem Sachverstand und weniger mit polemischen Ängsten agieren würden. Die Regierung stellt aber auch ohne die Opposition sicher, dass Deutschland gut für die Zukunft aufgestellt ist. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Bernd Schattner für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bereits im April diesen Jahres hatten wir den heutigen Antrag erstmal ins Plenum eingebracht und vor einer Rezession gewarnt. Die von der Regierung eingesetzten Wirtschaftsweisen gingen noch im März diesen Jahres davon aus, dass es eine wachsende Wirtschaftsprognose geben wird. Tatsächlich sind wir aber jetzt in der Rezession angekommen. Dieser Umstand zeigt einmal mehr, welche Fachkompetenz diese Regierung momentan hat. Keine. Egal ob Greichen, Habeck oder Co., wirtschaftliches Wachstum gibt es schon lange nicht mehr in Deutschland, sondern leider immer nur noch anderswo. Innerhalb von knapp zwei Amtsjahren hat es diese Regierung geschafft, das Land in eine wirtschaftliche Katastrophe zu führen. Die Abschaltung der Kernkraftwerke und die Sanktionen gegen Russland haben zu einer derartigen Energieknappheit geführt, dass wir inzwischen vom Stromexporteur zum Stromimporteur geworden sind. So hat Deutschland alleine im Mai diesen Jahres, immerhin der erste vollständige Monat nach Abschaltung der letzten modernen Kernkraftwerke, rund 1,4 Millionen Megawattstunden importiert. Das entspricht in etwa dem Verbrauch aller Privathaushalte in Berlin in 333 Jahren. Und da haben wir noch keinen Hochsommer mit zahlreichen Klimaanlagen und wir haben noch keinen kalten Winter mit noch mehr Wärmepumpen gehabt. Dieser Umstand kostet unsere Steuerzahler natürlich Milliarden Euro, die wir unter anderem an unsere Nachbarn Frankreich und Tschechien für Stromlieferungen ausgeben. Was für ein Wahnsinn! Wir schalten hier in Deutschland unsere Kernkraftwerke ab und importieren dann Atomstrom aus dem Ausland. Die Bürger und Unternehmen bekommen diese Misswirtschaft von Herrn Habeck am eigenen Leib zu spüren. Allein im ersten Quartal dieses Jahres haben über 18% mehr Unternehmen in Deutschland Insolvenz angemeldet als im Vorjahreszeitraum. Ganze Branchen wandern mittlerweile hier ab. Oder, damit es auch der Wirtschaftsminister versteht, sie haben aufgehört zu produzieren. Und trotz dieser desaströsen wirtschaftlichen Lage, in die uns diese Regierung geführt hat, gönnt man sich jetzt wenigstens die 3.000 Euro steuerfreie Inflationsprämie. Egal ob Minister oder Staatssekretär, früher hätten sich ehrliche Politiker für so etwas in Grund und Boden geschämt. Während an anderer Stelle die Bäcker, Fleischer und Handwerker die Sparmaßnahmen von Finanzminister Lindner über sich ergehen lassen müssen, damit am Ende auch noch das Geld für immer weitere Waffenlieferungen in die Ukraine reicht. Das ist Verrat am deutschen Mittelstand und den Arbeitnehmern sowie eine Bankrotterklärung gegenüber den deutschen Unternehmern. Und was kann man gegen dieses Missmanagement unternehmen? Unsere Lösungen sehen wie folgt aus. Wir als AfD-Bundestagsfraktion haben in diesem Antrag konkrete Vorschläge unterbreitet, die Wirtschaftswachstum generieren und den Wohlstand zurück in unser Land bringen. Zum einen müssen die Energieträger in Deutschland wieder grundlastfähig sein. Ein Treppenwitz der Geschichte ist doch an dieser Stelle, während die Grünen die deutsche Bevölkerung in allen Bereichen gängeln, schalten sie die CO2-neutralen Atomkraftwerke aus und Kohlekraftwerke wieder an. Des Weiteren fordern wir die Bundesregierung auf, zeitnah ein viertes Bürokratieentlastungsgesetz vorzulegen und endlich auch mal umzusetzen. Und dann beginnen Sie damit, Fachkräftegewinnung aus dem eigenen Land zu stärken und nicht durch ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was nur noch mehr Bürgergeldempfänger mit Migrationshintergrund ins Land holt. Wenn heute noch immer 100.000 Fachkräfte fehlen, dann frage ich mich persönlich doch, welche Qualifikation haben denn Ihre 3 Millionen neue Fachkräfte, die wir seit 2015 geschenkt bekommen haben?
Ich kann es Ihnen sagen, Sie finden den kürzesten Weg in die soziale Hängematte, während der deutsche Arbeiter schon nicht mehr weiß, wie er über die Runden kommt. 63% der Bürgergeldempfänger haben einen Migrationshintergrund. Und damit auch Sie es verstehen, das sind 2 von 3 Personen in diesem Personenkreis. Der deutsche Steuerzahler, 63%. Der deutsche Steuerzahler hingegen, Herr Habeck, kommt im Dunkeln zur Arbeit und fährt auch im Dunkeln nach Hause. Aber das braucht ein Kinderbuchautor nicht versuchen zu erklären. Am besten würde Herr Habeck diesem deutschen Volk dienen, wenn er endlich zurücktreten würde. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun Reinhard Huben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie von der AfD sehen sich doch im Grunde seit Ihrer Gründung Ihrer Partei, dass es einen volkswirtschaftlichen Crash gibt. Das ist doch die Urgeschichte Ihrer Partei. Sie lechzen ja richtig danach. Sie lechzen ja richtig danach, dass es unserem Land schlecht geht. Und das haben Ihre Funktionsträger ja auch dokumentiert. Das kann man ja lesen und hören, wenn man es sich denn dann antun möchte. Und wenn ich jetzt wieder die Wortwahl von eben höre, Katastrophe, Wahnsinn, desaströs, Verrat, Bankrott, in welchem Land leben wir denn? Was für eine Wahrnehmung haben Sie denn? Und was sind Ihre Empfehlungen? Wo wollen Sie uns denn hinbringen? Sie sind doch die größte Gefahr für unseren Wirtschaftsstandort. Sie sind es. Was machen Sie uns denn für Vorschläge? Es ist ja unerhört, hier so aufzutreten. Sie spielen sich als Anwalt auf des Mittelstandes. Und gleichzeitig, eben vor wenigen Minuten, sprechen Sie sich gegen CETA und gegen Mercosur aus. Sie haben auch gegen CETA, Herr Brandner, Sie können ja gleich eine Kurzintervention machen. Ich möchte jetzt hier das mal ausführen, dass sich das auch mal in einem Rutsch anhört. Es ist noch viel schlimmer. Sie wollen aus der Europäischen Union austreten. Wie wollen Sie das denn der Wirtschaft erklären? Den größten Markt, den wir hier haben, den wollen Sie kaputt machen und spielen sich dann auf als Anwalt der Wirtschaft. Ich kann Ihnen sagen, als Mittelständler, Sie führen uns ins 19. Jahrhundert, wenn nicht noch ganz woanders hin politisch. Und dann die mehr vom Brain Drain, dass also Menschen kohortenhaft unser Land verlassen. So wie Sie auftreten, müssen Sie sich nicht wundern, dass gerade die intelligenten, gut ausgebildeten Menschen sich fragen, ist denn meine Heimat noch meine Heimat? Wenn Sie eine derartige Stimmung hier in diesem Land erzeugen, dass man ausländische Mitarbeiter in Sachsen wahrscheinlich gar nicht bekommt, weil sie abends Angst haben, über die Straße zu gehen, dann muss ich mich nicht wundern. Und dann Ihre Politik von Moskaus Gnaden. Sie empfehlen uns ernsthaft, im Moment russisches Gas zu kaufen. Ich frage Sie, wer bezahlt Sie dafür? Also ich meine, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Sie wollen sich bewusst in die Abhängigkeit eines Diktators bringen. Sie wollen also der deutschen Wirtschaft empfehlen, ja, jetzt haben wir vielleicht mal 3 oder 6 Monate billiges Gas. Und dann hat man in Moskau auf einmal andere Ideen und sagt, vielen Dank, wir drehen das Gas jetzt mal ab. Ist das Ihre Idee der Zukunft von Energiesicherheit in unserem Land? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Und ich sage das auch mal als Mittelständler. Wenn Sie eine solche Stimmung in unserem Land produzieren, Sie können alle Kurzinterventionen machen. Können Sie gerne machen. Wenn Sie eine solche Stimmung in unserem Land produzieren, könnten Sie sich vorstellen, dass ausländische Investoren sagen, es gibt auch noch andere schöne Länder in der EU, da gehe ich lieber hin. Können Sie sich das nicht vorstellen, auf welchem hohen Ross sitzen Sie eigentlich uns mit Ihrer derartig impertinenten Kampagne permanent zu nerven und diesem Standort Deutschland zu schaden? Ich muss es Ihnen sagen. Und jetzt noch eine persönliche Bemerkung als mittelständischer Unternehmer. Wir haben vor 3 Jahren einen Auszubildenden gesucht im Lager. Wir haben niemanden gefunden. Wir haben in Köln, das ist ja nun wahrhaftig kein Standort, wo man sagt,
schwer, Leute zu finden. Wir haben für das Lager jemanden gesucht. Wir haben keinen gefunden. Und dann haben wir einen jungen Mann aus Nigeria ins Lager genommen. Der hat bei uns eine Ausbildung gemacht. Eine Mitarbeiterin hat sich permanent darum gekümmert, dass das funktioniert mit dem Ausländeramt. Wir haben dafür gesorgt, dass er eine Wohnung bekommt. Wir haben ihm Sachen geschenkt. Der arbeitet jetzt bei uns im Lager. Und ich bin heilfroh, dass wir gerade eben ein Gesetz verabschiedet haben, dass der jetzt eine vernünftige Perspektive in unserem Land hat. Solche Leute vergraulen Sie. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention hat der Abgeordnete Brandner das Wort. Ja, da schäumen die Emotionen hoch hier bei uns in den Reihen hier oben. Es ist ja unerträglich, was Sie hier vom Stapel gelassen haben. Also erstmal haben Sie fünf Minuten geredet und kein Wort zum Thema. Und weil Sie genau gewusst haben, dass Sie keine Argumente haben und dass Sie nur Unsinn erzählen würden, wenn Sie sich zum Thema äußern würden. Deshalb haben Sie sich dann auf AfD-Bashing beschränkt. Genau wissend, wenn man gegen die AfD was sagt, dann klatscht die nationale Front der Altparteien hier und wird geradezu ekstatisch. Das steckt, glaube ich, bei Ihnen dahinter. Herr Huben, Sie wollten jetzt allen Ernstes, ich meine, einerseits ehrt uns das, dass Sie sagen, die AfD mit etwa 11% der Abgeordneten hier im Deutschen Bundestag, die AfD, die in den Umfragen bei etwa 20% steht, kann die gesamte Gesellschaft, die Wirtschaft in Deutschland dermaßen beeinflussen. Es hängt von uns ab, ob eine Rezession da ist oder nicht. Das ehrt uns zum einen, dass Sie uns diese Macht einräumen und das so sehen. Da haben Sie durchaus recht. Und wir sind auf dem Weg Richtung 30% und 40%. Und dann wird es vielleicht mal irgendwo so sein, dass wir Deutschland vom Kopf wieder auf die Füße stellen können. Aber Sie wollen doch nicht allen Ernstes behaupten, dass in einer Zeit, in der es täglich zwei Massenvergewaltigungen in Deutschland gibt, in einer Zeit, wo jeder zweite verurteilte Mörder in Deutschland ein Ausländer ist, in einer Zeit, wo wir Massenschlägereien in Schwimmbädern haben, wo sich keine Frau, kein Kind mehr in ein Schwimmbad traut, in einer Zeit, wo die innere Sicherheit auf dem Boden liegt, in einer solchen Zeit uns die Schuld dafür zu geben, dass wir irgendwie Verantwortung tragen sollen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt bei der letzten Debatte. Sie alle regieren in Deutschland seit 75 Jahren querbeet. Jeder mit jedem, alles und immer. Wie ein politischer Swingerclub in den Ländern und in den Bund. Sie tragen die Verantwortung für alles. Wir als Alternative für Deutschland, wir zeigen die Lösungsmöglichkeiten auf und Sie verhindern, dass wir uns mit unseren Gesetzentwürfen und Anträgen durchsetzen. Vielen Dank. So, bevor der Kollege Huben die Möglichkeit der Erwiderung hat, bitte ich alle Beteiligten, auch für den fortlaufenden Tag, sich bei allen Einlassungen einer parlamentarischen Ausdrucksweise zu befleißigen. So, das Wort hat der Kollege Huben. Ich glaube, Frau Präsidentin, ich war zwar emotional, aber in meiner Sprache korrekt. Und Herr Brandner, ich empfehle Ihnen, noch mal Ihre Auftritte selbst sich anzuhören. Ich habe das ja eben schon mal angesprochen. Sie haben jetzt also in diesen drei Minuten ungefähr, vielleicht waren es auch nur 2 Minuten, unerträglich, Unsinn, politischer Swingerclub. Und Sie wundern sich, dass zum Glück die Mehrheit der Gesellschaft Sie nicht akzeptiert. Und nach Ihrem Auftritt, muss ich ehrlich sagen, würde ich am liebsten die Präsidentin noch mal fragen, ob ich noch mal 5 Minuten bekomme, damit ich das Gleiche, was ich eben gesagt habe, noch mal vortragen darf. Vielen Dank. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat die Kollegin Dr. Gesine Lötsch für die Fraktion Die Linke. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die deutsche Wirtschaft schwächelt, die Inflation ist hoch. Besonders hoch sind die Preise für Grundnahrungsmittel. Die Preise für Molkereiprodukte sind im Vergleich zum Vorjahr um 28% und für Brot um 19% gestiegen. Aber gleichzeitig verdienen sich Aldi und Lidl dumm und dämlich. Das muss endlich ein Ende haben, meine Damen und Herren. Sogar EZB-Chefin Christine Lagarde spricht von Gierflation.
Der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung hat analysiert, die Menschen müssen durchschnittlich ein ganzes Netto-Monatseinkommen dafür aufwenden, um die hohen Gaspreise bezahlen zu können. Da braucht sich doch niemand wundern, wenn sie nichts mehr kaufen können, meine Damen und Herren. Und diese Giergewinne müssen endlich abgeschöpft und umverteilt werden. Wir brauchen, sehr geehrte Kollegen von SPD, Grünen und FDP, endlich eine gerechte Steuerreform. Sonst wird diese Gesellschaft immer weiter aufgespalten. Und das darf nicht sein. Ein weiterer Grund für die wirtschaftliche Schwäche und die Probleme sind natürlich die ruinösen Konkurrenzkämpfe. Die Außenministerin Annalena Baerbock sagte öffentlich, wir sind im Krieg mit Russland. Und da schließt ja offensichtlich ein Wirtschaftskrieg ein. Aber wir befinden uns auch in einer brutalen ökonomischen Auseinandersetzung mit den USA. 10 Milliarden Euro müssen wir alle für die Ansiedlung des Chip-Herstellers Intel in Magdeburg zahlen. Ich bin, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, natürlich für Wirtschaftsansiedlungen in Ostdeutschland. Das ist eine wichtige Sache. Aber wir müssen uns auch sagen, das ist eine sehr teure Reaktion auf die aggressive US-Politik. Und mit dem Inflationsreduzierungsgesetz wirbt die US-Regierung deutsche Unternehmen ab. Wie oft wollen Sie eigentlich noch mal 10 Milliarden Euro auf den Tisch legen, um US-Unternehmen nach Deutschland zu holen? Das ist ruinös. So kann das nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Der Kanzler erklärte, dass er die Abhängigkeit von China reduzieren will. Risiken zu verteilen, das ist immer richtig. Aber wie sieht es mit anderen Abhängigkeiten aus? Wir sind, um das mal auf den Punkt zu bringen, bei Waffenkäufen fast vollständig von den USA abhängig. Und ich denke, dieses Risiko gegenüber den USA müssen wir unbedingt reduzieren, meine Damen und Herren. Das größte Risiko für eine gute wirtschaftliche Entwicklung, aber auch das größte Risiko für Klimaschutz, für die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, ist Rüstungsproduktion und Krieg. In der Welt gibt es zurzeit 20 Kriege. Und darum erwarte ich von der Bundesregierung, dass sie wesentlich mehr tut, um alle Kriege zu beenden. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie alles tut, die Friedensinitiativen, zum Beispiel der Länder des globalen Südens, für eine sofortige Beendigung des Krieges Russlands gegen die Ukraine zu unterstützen und nicht nur zu sagen, sie sollen ihren Einfluss nutzen. Nein, auch die Bundesregierung muss ihren Einfluss nutzen. Herzlichen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der Kollege Felix Bannerstadt das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin ja fast geneigt, einen Teil meiner Redezeit noch mal an Herrn Huben abzugeben, aber er hat tatsächlich fast alles gesagt, was zu diesem Antrag der Niedertracht von rechts außen zu sagen wäre. Ich will nur eines ergänzen. Wenn man sich einfach mal anschaut, dass im Einleitungsteil dieses Antrags von einem russisch-ukrainischen Krieg die Rede ist, so als handelte es sich da um zwei, die gegeneinander kämpfen, aber man wüsste gar nicht, wer ist Aggressor und wer ist Opfer dieses Krieges, dann ist das eigentlich alles, was zu dieser Fraktion zu sagen wäre. Und umso bedauerlicher, liebe Frau Kollegin Gesine Lötsch, ich schätze Sie sehr für das, was Sie im Haushaltsausschuss tun und wie Sie die Oppositionsaufgabe wahrnehmen. Aber diese Vorlage dahingehend aufzunehmen, hier davon zu sprechen, eigentlich würde Annalena Baerbock einen Krieg gegen Russland angefangen haben, das finde ich ehrlich gesagt, also wenn wir nicht mehr gemeinsam unterscheiden können, von wem in diesem Hause und in diesem Land eigentlich die Gefahr ausgeht und wer politischer Mitbewerber ist, dann wundert es doch auch nicht, dass anscheinend nicht alle imstande sind, ihre Aufgabe darin wahrzunehmen, diese Gefahr auch wirklich zu bekämpfen. Das wäre aber das, was nötig Kollege wäre. Und ich nehme die Zwischenfrage sehr gerne an. Frage oder Bemerkung der Kollegin Lütsch. Ja, ich will hier in aller Klarheit sagen, dass wir als Linke den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilen. Aber Sie wissen doch genau, und ich weiß dann natürlich, dass Ihre Fraktion und auch die Kollegen im Auswärtigen Amt nicht darüber besonders glücklich waren, dass die Ministerin auf einer öffentlichen internationalen Konferenz wörtlich gesagt hat, wir sind im Krieg mit Russland. Das waren Ihre Worte. Das hat sie auf Englisch gesagt, ja, aber wir sprechen ja hier im Parlament unsere Sprache, die deutsche Sprache. Sie hat es auf Englisch gesagt, aber sie hat eins zu eins übersetzt vom Englischen ins Deutsche, wir sind im Krieg mit Russland. Das hat sie aber natürlich
hoffe ich, bereut, diesen Satz zu sagen, aber er ist gefallen. Und viele Sätze, die Leute vor vielen, vielen Jahren gesagt haben, werden immer wieder wiederholt und zitiert. Und dieser Satz ist noch nicht lange her. Frau Kollegin Lötsch, ich glaube, die Debatte hatten wir an vielen Stellen hier und allen ist, glaube ich, klar, auch Ihnen, da bin ich sicher, dass Annalena Baerbock an dieser Stelle mitnichten impliziert hätte, Deutschland wäre in einem Krieg von Deutschland, der Europäischen Union oder wem auch immer ausgehend gegen Russland. In der Debatte ist das sehr deutlich geworden, aber was sie ja richtig beschrieben hat, ist, es gibt einen Wirtschaftskrieg, den Russland gegen Deutschland auch führt, mit Energie, den Russland gegen Europa, gegen die Europäische Union, gegen die ganze Welt führt, mit der Erzeugung von Hungerskrisen in der Welt. Und dass Sie das jetzt sagen, freut mich. Ich freue mich über jeden in Ihrer Fraktion, der zu einer einigermaßen klaren Verurteilung des Krieges und auch zu den Folgen dieser Verurteilung imstande ist. Aber solange Sie in dieser Fraktion mit Sarah Wagenknecht und Klaus Ernst so viele Leute dulden, weil sie Angst um den Fraktionsstatus haben, die zu dieser Klarheit nicht in der Lage sind, weil sie es auch nicht so interpretieren, die Demonstrationen aufführen, wo die Russlandfahnen noch und nöcher kreisen und kein Wort der Empathie für die ukrainischen Opfer dieses Angriffs auch nur eine Chance hat, erwähnt zu werden, ohne in Buhrufen zu ersticken. Solange das der Fall ist, lasse ich mich von Ihnen nicht zur Außenpolitik Annalena Baerbocks belehren. Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um die Wirtschaftskompetenz der Unionsfraktion. Wir haben heute zwei zentrale Weichenstellungen zur zukunftsfähigen Aufstellung unseres Wirtschaftsstandorts mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, mit der Frage der Aus- und Weiterbildung besprochen. An beiden Stellen sind Sie auf der Gegenfahrbahn. Und Frau Klöckner, ich muss es Ihnen, Sie dürfen ja gleich auch antworten, noch einmal zumuten. Am Mittwoch haben wir hier in der Regierungsbefragung die Situation gehabt. Wörtlich haben Sie gesagt, auf eine Erwiderung von Bundesminister Robert Habeck, Rezession. Ja, also Rezession hat es in der vorangegangenen Regierung nicht gegeben. Ich weiß nicht, wie weit Ihr Gedächtnis in die Vergangenheit zurückreicht. Wir hatten im Jahr 2020 infolge der Corona-Pandemie einen wirtschaftlichen Einbruch von 5%. Wir haben infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise der Nullerjahre 2009 einen wirtschaftlichen Einbruch von 5,7% gehabt. Und jetzt kann ich ganz deutlich sagen, niemand in diesem Raum würde dafür der Union die Verantwortung geben. Das eine war die Finanzkrise, das andere war eine Corona-Pandemie. Jetzt aber sozusagen, Herr Wiener, diese Rezession sei unsere, obwohl diese Rezession die Folge davon ist, dass sich Deutschland wie kein anderes Land in Europa abhängig gemacht hat von russischem Erdgas, deswegen wie kein anderes Land in Europa gezwungen war, das zu ersetzen, kein anderes Land in Europa deswegen so viel Geld zur Verfügung stellen musste, um diese Energiekrise zu lösen, um die Inflationskrise zu lösen, dass in einer solchen Situation nicht die Größe haben zu sagen, da haben wir auch eine Mitverantwortung als Unionsfraktion, die 16 Jahre dafür gesorgt hat, oder wenn Sie 16 Jahre nicht mehr können, 192 Monate dafür gesorgt hat, dass wir uns immer abhängiger gemacht haben, dass wir die Gasspeicher sogar verkauft haben und die dann leer waren. Dass Sie nicht in der Lage sind zu sagen, na gut, das ist eine Rezession, da haben wir alle eine Verantwortung für, sondern sagen, das ist Ihre Rezession. Ich glaube, das wäre wirklich angemessen, wenn Sie darüber noch mal nachdenken würden. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Julia Klöckner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Bundesregierung scheint unter einem Realitätsverlust zu leiden. Oder wie würde man das nennen, wenn die Regierung nicht in der Lage ist, diese aktuelle Wirtschaftsentwicklung richtig einzuordnen? Der Bundeskanzler spricht zum Beispiel von einem grünen Wirtschaftswunder. Und der Wirtschaftsminister sieht Wachstum, wo überhaupt kein Wachstum ist. Und Bundesminister Habeck sagte im April, er sehe eine Erholung der Wirtschaft und, Zitat, eine verbesserte Aussicht auf Wachstum. Und selbst Ende Mai noch diesen Jahres sagte der Bundeskanzler Scholz bei einer Pressekonferenz, Zitat, die Aussichten der deutschen Wirtschaft sind sehr gut. Im Übrigen entfesseln wir gerade die Kräfte unserer Wirtschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was diese Regierung entfesselt, sind die Abwanderungsgedanken unserer Wirtschaft, aber nicht die Kräfte der Wirtschaft in diesem Land. Und die schonungslose Diagnose,
für Deutschland. Deutschland ist in der Rezession. Und diese Rezession, liebe Ampel, ist Ihre Rezession. Und das belegen alle Daten, das belegen alle Fakten. Laut IFO-Institut schrumpft unsere Wirtschaft auch im Gesamtjahr 2023. OECD traut Deutschland kein Wachstum mehr in diesem Jahr zu. Und im Übrigen, auch es wird immer so getan, das sind so die exogenen Faktoren, hat hier mit Hausgemachten nichts zu tun. Nur komisch, dass die anderen Länder innerhalb der EU wachsen. Wir sind abgehängt von China, abgehängt. Ja, wir sind abgehängt von China, von Italien, von anderen Ländern. Wir sind in der wirtschaftlichen Dynamik nur noch kurz vor Russland. Und wir können es uns ja noch mal anschauen, also von der Wettbewerbsfähigkeit. Neues Ranking. Wir sind nur noch auf Platz 22 hinter China und Saudi-Arabien. Und wenn wir uns mal die Entwicklungen anschauen, 2019 waren wir Platz 17, 2021 Platz 15, 2022 waren wir noch Platz 15 und jetzt 2023 Platz 22. Wenn man dann noch von einem grünen Wirtschaftswachstum und besten Aussichten spricht, dann redet man vielleicht über sich selbst und sich die Lage schön. Aber die ganzen Handwerkerinnen und Handwerker bei uns, der Mittelstand, die Industrie, die haben größte Sorge. Hier geht es um Arbeitsplätze und wir haben keinen Mangel an Zuwanderung. Vielleicht haben Sie das auch nicht mitbekommen. Wir haben einen Mangel an den Menschen, die hier bei uns arbeiten und sie machen in dieser Zeit noch eine Gesetzgebung mit dem Bürgergeld, das genau die falschen Anreize setzt. Das ist keine Standortpolitik. Das ist im Übrigen auch von uns kein Schlechtreden. Das ist leider Realität. Und nur wer die richtige Diagnose auch stellt, der kann die richtigen Maßnahmen ergreifen. Denn wir haben Sorge davor, dass Deutschland wieder zum sogenannten kranken Mann, und wir können es gendern, Frau etc., auch wieder wird. Und die einschlägigen Fachbücher lesen wir mal nach. Zitat: Im Extremfall kann Realitätsverlust dazu führen, dass Betroffene sich selbst und andere gefährden. Und der Realitätsverlust dieser Ampelregierung gefährdet den Wirtschaftsstandort und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Und warum? Weil der Wirtschaftsminister ein Bundesheizungsminister, aber kein Bundeswirtschaftsminister ist. Das ist das Problem. Wirtschaft ist mehr. Wirtschaft ist mehr als nur die Transformation zu sehen, die Sie selbst sich vornehmen. Wir als Union sagen sehr klar, wir brauchen ein Fitnesspaket für unser Land, für unsere Wirtschaft. Nicht den Markt machen durch Sie, sondern wir müssen den sozialen Markt geschehen lassen. Und das war in der Vergangenheit sehr erfolgreich. Im Übrigen seit 1990 haben wir die CO2-Emissionen um 40% reduziert bei einer Verdoppelung der Wirtschaftsleistung. Was Sie machen, ist, dass der CO2-Ausstoß durch Ihre Energieentscheidungen gerade dermaßen steigt. Sie sind alles, nur keine Klimaschutzpartei mehr. Und die Wirtschaft geht noch in den Keller. Da muss man sagen, dass man so eine Bilanz schon nach so einer kurzen Zeit hinlegen kann. Chapeau, Chapeau für Sie, die jetzt gezeigt haben, dass Sie alles sind, nur keine Wirtschaftskompetenzpartei. Und wir brauchen wettbewerbsfähige Energiepreise, wir brauchen eine Entfesselung von Regulation. Und ich komme zum Schluss zum Thema noch mal ganz konkret einen Aspekt, Turboabschreibung. Sie sagen immer, steht alles im Koalitionsvertrag. Da steht auch Abbau von Bürokratie drin, da steht Industriestrompreis drin, steht alles drin. Nur Ihre Papiere sind ja gar nichts wert. Wie lange wollen Sie denn noch diskutieren? Jetzt wandern die Leute gerade ab. Jetzt haben wir einen Einbruch in unsere Wirtschaft. Und Sie sind entspannt, feiern sich für Ihre wunderbaren Gesetze, die nicht der Wirtschaft helfen, sondern am Ende uns Arbeitsplätze kosten. Und deshalb sagen wir sehr klar, seien Sie endlich Wirtschaftsminister, nicht nur Energieminister. Und vor allen Dingen machen Sie was für unsere Wirtschaft. Nur mit einer starken Wirtschaft kriegen Sie die Transformation hin. Das Wort hat der Kollege Esra Limbacher für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Albert Schweitzer hat mal gesagt, nicht auf das, was geistreich ist, sondern auf das, was wahr ist, kommt es an.
Liebe Frau Klöckner, Herr Wiener, nach Ihren Darstellungen könnte man ja geradezu den Eindruck gewinnen, die in der Tat derzeit schwierige Lage, in der sich die deutsche Wirtschaft befindet und überhaupt alles Übel auf der Welt, ist auf die seit 2021 im Amt befindliche Bundesregierung zurückzuführen. Seit 2021. Ganz rechts hat man heute ohnehin schon länger den Eindruck, dass die AfD viel lieber die russische Wirtschaft ankurbeln will, als hinter dem eigenen Land zu stehen. Jeder, der sich ernsthaft wirtschaftspolitisch mit unseren derzeitigen Herausforderungen beschäftigt, weiß, all das, was wir derzeit erleben, nämlich die Energiekrise, die Preisexplosion und die Inflation, all das sind die nun spürbaren Konsequenzen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russland mitten in Europa, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist keine zufällige Entwicklung und schon gar kein Ampelversagen. Wer so spricht, der bedient vor allen Dingen die Vorurteile und Märchen, die die Kreml-Partei, AfD und andere Putin-Freunde in Deutschland säen wollen. Nicht mehr und nicht weniger, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor diesem Hintergrund, aus meiner Sicht, finde ich, es ist einfach nur schräg, dass ausgerechnet die CDU-CSU-Fraktion heute hier einen Antrag mit der Überschrift Stillstand überwinden vorlegt. Stillstand überwinden. Sie waren es doch gewesen, die jahrzehntelang Stillstand als Ihren Markenkern in dieser Bundesrepublik vorgetragen haben. Sie haben uns jahrelang Stillstand verordnet, vor allen Dingen wirtschaftspolitisch. Das ist doch die Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es herrscht seit... Das war auch der Grund, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum es gut war, dass eine neue Bundesregierung ins Amt gekommen ist. Es herrscht nämlich derzeit wirtschaftspolitisch alles andere als Stillstand in Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in vielen Bereichen sogar ein echter Aufbruch, den wir verzeichnen können. Ein echter Aufbruch wie zum Beispiel in Magdeburg. Deutschland hat einen echten Quantensprung hier in der schon heute so wichtigen Chipherstellung ist Deutschland gelungen. Intel investiert mehr als 30 Milliarden Euro in Magdeburg. Das ist die größte jemals getätigte Investition eines ausländischen Unternehmens in Deutschland. Ein echter Aufbruch. Und das vor allem für die Menschen in Magdeburg, für die Menschen in Sachsen-Anhalt. Denn auf einmal wird in einer strukturschwachen Region nicht nur Geschichte mit Werksschließungen wie in der Vergangenheit geschrieben, sondern Erfolgsgeschichte mit Zukunftstechnologien geschrieben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier bewegt sich was, kein Stillstand, von dem Sie gesprochen haben. Oder ein echter Aufbruch wie im Saarland, in meiner Heimat. Hier wird der amerikanische Chiphersteller Wolfspeed zusammen mit dem deutschen Automobilzulieferer ZF eines der modernsten Chipfabriken in ganz Europa herstellen. Geplant ist die weltweit größte Produktionsanlage für Silizium-Carbid-Elektronik. Bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen hier und das nicht irgendwo, sondern auf einem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks, wo dort früher Kohle zu Strom wurde. Da wird heute und morgen die Chips der Zukunft hergestellt. Mehr Transformation, mehr Aufbruch, das geht kaum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Oder ein echter Aufbruch in der Energiepolitik, den wir beobachten können. Die Zwischenergebnisse der Ausschreibung von Flächen für die Offshore-Windparkanlage in der Nordsee und Ostsee haben ergeben, dass das Interesse so groß ist, dass die Unternehmen auf staatliche Förderung verzichten. Verzichten tun sie. Eine Gesamtleistung von 7.000 Megawatt wird dort in Zukunft produziert werden, auf den Weg gebracht werden. 90% der Erlöse kommen direkt den Verbraucherinnen und Verbrauchern zugute, weil die Stromkosten dadurch sinken. Jetzt werden hier genau die Weichen gestellt für unsere günstige Energieversorgung von morgen. Weniger Stillstand geht nicht. Das ist echter Aufbruch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das sind nur wenige Beispiele, die zeigen, wirtschaftspolitischer Stillstand, also CDU-Politik in diesem Land, das war gestern. Das können wir uns in diesen sehr schwierigen Krisenzeiten eben nicht mehr erlauben. Jetzt ist Aufbruch und Fortschritt angesagt und das machen wir bei ganz vielen Projekten. Wir haben heute das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen, gegen Ihre Stimmen. Wir wollen einen Industriestrompreis auf den Weg bringen, gegen Ihre Stimme. Wir bringen ein Wasserstoffkernnetz auf den Weg, um unsere Industrie in der Transformation zu rüsten. Und ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, auf meinen Schreibtisch steht eine Tasse, da ist unser ehemaliger Bundeskanzler Helmut Schmidt abgebildet. Und der hat mal gesagt, Politik ist nicht nur Denksport, sondern vor allen Dingen auch Handeln.
Und genau das macht diese Bundesregierung. Sie handelt, sie packt die Transformation aktiv an. Das ist das Gegenteil von Stillstand, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist gut so. Herzlichen Dank und Glück auf. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Die drohende Rezession stoppen und ökonomisches Wachstum für deutsche Unternehmen und Bürger generieren. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 7393 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 6419 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der CDU-CSU-Fraktion und der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen. Zusatzpunkt 9. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses zu dem Antrag der CDU-CSU-Fraktion mit dem Titel Stillstand überwinden, nachhaltiges Wachstum stärken. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 7401 den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 6542 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen und die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Die CDU-CSU-Fraktion, wer enthält sich? Die AfD-Fraktion, die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Ich rufe auf den Zusatz.